Herzlich willkommen bei der Babylisophemie für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir das Musikstück Zweites Ich an von Dame. Erstens, vielen Dank für fast 400 Abonnenten. Überkrass, ich bin überwältigt. Und dann vielen Dank an Big L, dass er mir Bescheid gesagt hat, dass das Chris-Video featuring Abstrakt zum Rappen geboren, glaube ich, war das. Ich glaube, das war zum Rappen geboren. Einen Fehler hatte. Ich habe das falsch gerendert, beziehungsweise die Autospur falsch mit der Videospur zusammengelegt. Anstatt, wie ich es immer mache, nach einer Sekunde, dass die Audiospur anfängt, habe ich es nach einer Minute gemacht. Vielen Dank an der Stelle. War noch irgendwas? Ja. Die netten Leute, die es vorgeschlagen haben. Also, Kappa Mechanist. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit Link. Deswegen schauen wir das Softeis-Experiment an. So, ich glaube, hier war da noch jemand mit Dame, zweites Ich. Nee, das war zweites Gesicht. Oder meinst du zweites Ich? Ich weiß es jetzt nicht. So, ich glaube, dann muss ich weiter oben gucken. Alle Fälle Mario als Cosio, das wollte das auch unbedingt sehen. Warte, wo war's? Zweites. Ich glaube, das war hier irgendwo, glaube ich zumindest. Egal, ich lese einfach alle Namen vor. Mario Escursio, Matthias Barth, XX, Julian XX, 98, Sari, Wise Guys und da der gute Gruat. Yeah. Ich glaube, die wollten das auch sehen. Ich hab's, glaube ich, wie es aussieht, nicht notiert, ich pfeife. Egal. Ich bin mal gespannt, was mich erwarten wird. In welche Richtung der Track geht. Lassen wir die Spiele beginnen. Mein Körper ist wie vergiftet. In meiner Seele steckt ein Dorn. Ich bin nicht mehr der Herr meiner Sinne. Das Szenario beginnt von vorn. Alter, das, ich war gerade echt überrascht. Das hab ich noch gar nicht von dem gehört. Also, warte. Den hier. In meiner Seele steckt ein Dorn. Ich bin... Sporhui. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Wieder bohrt sich ein Keil durch mein... Scheiße, warte mal. Ich muss das Bild mal größer machen. Ihr seht die ganzen Lyrics gar nicht. Scheiße. So, weiter geht's. Herz und ich merk, wie mein Geist langsam den Bann verfällt. Ich setz mich verzweifelt zur Wehr, merk, wie sich ein Teil von mir verfärbt. Herzlich willkommen in meiner schwarzen Welt. Okay. Wird das etwa ein selbstreflektierender Track? Oder er redet von sich, von der zweiten Person aus, also quasi sein zweites Ich. Wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Winde kommen näher, ich fühl mich wie gelähmt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Hände werden schwer, es zwingt mich zu Boden, bitte bring mich ans Licht. Denn langsam verschwindet die Sicht, ich fühle, wie es mich innerlich frisst. Es spaltet meine Persönlichkeit, ich höre diese Stimme, die mit mir spricht. Sie nimmt mir, was mein Eigen ist, wohin ich auch gehe, sie begleitet mich. Sie wirft mein Leben aus dem Gleichgewicht, das ist mein zweites Ich. Okay, jetzt kommt die Hook. Okay, wir kennen, ich habe die ganze Zeit überlegt, war das jetzt Angst oder war das Hilfe? Das war Hilfe. Das Soft-Experiment haben wir bestimmt bei den Track Hilfe angehört. Ich bin komplett überrascht. Das ist echt so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Okay, ich bin mal auf die Hook gespannt. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt. Doch ich bin mir sicher, dass dir meine
nicht gefällt. Jede Entscheidung wird zu zweit gefällt. Denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites Ich. Nachts um drei. Ich find's langsam etwas schade, dass ich die ganze schöne Musik von dem verpasst habe. Ich muss mir echt mal die Dinger nachholen, also nachkaufen. Also die Alben. Schade eigentlich. In meinem Bett, ich halte verzweifelt das Leintuch fest, bin bewegungsunfähig und schlage schon seit ein paar Stunden auf den gleichen Fleck, denn ich sehe schlimme Dinge, leide an Was bist denn du für ein Arschloch? Warte mal kurz. So. Not, verfalle in eine Art Schockparalyse und warte dort auf den Gnadenstoß. Schatten, Schatten an der Wand. Verdammt, du machst mich krank. Ich schlafe zwar mit zwei geschlossenen Augen, doch finde mich in einem Wachzustand. Ich ändere den Facebook-Status auf Tausche Hölle gegen Schlachtenland. Langsam mach. Okay, die Line ist nicht schlecht. Die Line ist nicht schlecht. Tausche Hölle gegen Schlachtenland. Es mir Angst, wenn sie sagen, ich bin nicht mehr klar bei Verstand, denn ich geh ans Handy und hör Teufelsstimmen, die nicht freundlich klingen. Und leg ich dann auf, beginnt das beschissene Ding erneut zu klingeln. Mitten in der Nacht hör ich das Geräusch von Schritten. Ich träum von Tod, ich träum von Dämonen und ich träum von Titten. Ich seh. Ach, damn. Aber ich find's neid, dieser abrupte Wechsel von schnell, sagen wir so, schnell gesplitteten Rap und dann auf einmal kommt wieder die Singsang-Stimme, dann werden zwei Lines gesungen, dann kommt wieder der Rap-Part. Und ja, gut, ne? Und ich träum von ich seh mich selbst als Bedrohung, deswegen verlasse ich nur selten die Wohnung. Ich fürchte meine Verhaltenszüge und seh mich seit langem nach etwas Erholung. Denn vor meinem Schlafzimmerspiegel, da steht ein abgekämpfter Mann. Sag mir, wo endet die Realität? Wahnvorstellung an mein zweites Ich. Ich bin komplett begeistert, Alter. Ich bin freudig erregt. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt. Doch ich bin mir sicher, dass dir meine nicht gefällt. Jede Entscheidung mir zu zweit gefällt. Denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites in meinem Kopf. Okay. Ich finde es auch nice, dass er die Hook quasi mit seiner etwas tieferen Stimme anfängt und dann, wenn es dann weiter nach vorne geht, dass er dann quasi, ich würde es mal anfangen, seine normale Singsam-Stimme nutzt. Also diese verspielte Art. In meinem Kopf lebt ein Parasit, der vertrieb meine Gedanken von wegen paranoid. Ich durchlebe hier die Hölle auf dem Weg zum Paradies. Versuch die Krankheit zu besiegen, aber schaff es vielleicht nie. Denn in meinem Kopf lebt ein Parasit, der vertrieb meine Gedanken, nimmt mir alles, was ich liebe. Ich durchlebe hier die Hölle und ich falle auf die Knie. Versuch die Krankheit zu besiegen, doch wahrscheinlich schaff ich es nie. Das ist. Ich bin komplett begeistert, Alter. Jetzt weiß ich auch, warum Haufen Leute das gefordert haben, dass ich das mal angucke. Das Ding ist echt. Ach komm, scheiß drauf, Soft Eyes hat auch ein Like verdient. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt. Ich bin mir sicher, dass dir meine nicht gefällt. Jede Entscheidung wird zu zweit gefällt. Denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites Ich. Echt, echt nice Track. Kann ich nicht anders sagen, Alter. Richtig nices Ding. Ihr habt recht gehabt. Alle verloren passen. Einfach lohnenswert, das anzugucken. Und mir ist gerade noch während des Nein gefallen, dass Haufen die Kommentare geschrieben haben bei den Track Schneekugel mit den Superhelden. Davon gibt es keinen zweiten Teil. Danke an der Stelle. Ich habe natürlich auch kommentiert. Also zurückgeschrieben und geantwortet. Logisch. Schade. Dame, falls du es sehen solltest, es gibt viele Leute da draußen,
Die sind heiß auf einen zweiten Teil, Alter. Ich bin auch heiß auf den zweiten Teil. Aber na gut. Man kann ja den schlechten Künstler irgendwas auffordern, was er vielleicht nicht selber möchte. Danke für den Vorschlag. Okay. Danke für den Vorschlag. Mario Escorsio, Matthias Barth, XXRyan, XX98, Sari, Wise Guys und Kroat und ganz unten Kappa Mechanis. Yay. Ich glaube, es sind, wie gesagt, es sind noch andere Leute, glaube ich, mittendrin irgendwo, die ich jetzt vergessen habe. Schreibt es in die Kommentare, falls ich euch vergessen habe. Ach doch, hier noch zwei, das ist Bob Held und Star 113 Wars. Wollten auch noch zwei, das ist von Dame. Haben wir gleich auch erledigt. Ja, ich glaube, das waren alle jetzt. Ja, ich glaube, ja, das müssten alle gewesen sein. Siehst du? So einfach geht das. Sind wir kurz hier. Nicer Track, nice Empfehlung, nice Leute. Ihr wisst Bescheid. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. H3, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal. Der Link zu dem Song plus der Kanal, wo ich angeguckt habe, das Soft-Eis-Experiment, unten in der Infobox. Solche Mitplattformen von mir unten in der Infobox. Meinung, Kritik, Vorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und macht irgendwas Sinnvolles.